Knacks, Knacks. Einmal einrenken, einmal da einrenken. So. Es wird Zeit für das letzte Gebiet in Final Fantasy 14, Shadowringers. Yay, 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 yay. Es wird Zeit, hier unten hinzugehen. Große Zeit. Das machen wir jetzt sofort. Hallo, Orion G. Es geht, Digga. Ins Meer der schwarzen Winde. Austern. Hast du alles erledigt? Gut, ich habe mir Folgendes überlegt. Unser nächstes Ziel liegt auf dem Grund des Meeres. Eine unwirtliche Umgebung, die uns viele Nachteile bereitet. Damit wir dort atmen und auf gewohnte Weise bewegen können, möchte ich die Hilfe eines Feenwesens erbitten. Ich kenne ihn selbst nur aus den Erzählungen der Pixies, aber wenn es stimmt, was ich über ihn gehört habe, sollte er uns so manches in dieser Welt sehr bekannte... Was? Sollte er uns so wie manches in der Welt sehr bekannt vorkommen? Okay. Aber was bedeuten langwierige Erklärungen? Folgt mir nach Grantel, dann wird sich alles zeigen. Okay. Grantelbart. Also scheinbar doch nicht in die Richtung, wo ich dachte. Grantel. Seenland. Ach, guck an. Doch nochmal ins Seenland. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Nee. Der muss ein bisschen mehr ausleuchten hier auf der Seite, hier. Das sehe ich nämlich hier am Screen, der wird nicht richtig ausgeleuchtet hier. Das sieht man diesen Dingens Problemchen hier. Ich habe vielleicht eine Lösung dafür. Ich nehme einfach mal alles, was ich habe und leg's mal auf eine andere Seite. Vorsichtshalber und bewege einfach das Ding hier bis weiter da. Du schaust zu, während du craftest. Hi Max, viel Spaß beim Craften. Gerade beim Craften kann man in so ziemlich jedem Game irgendwas nebenbei machen, einen Stream schauen, sonst was. Das sollte eigentlich die Norm sein. Ah, jetzt habe ich da diese weißen Flecken da auf. Das ist jetzt Zwietracht. Entweder hier das schwarze Gefrickel oder hier oben den weißen Flecken. Doof. Na gut, lassen wir es erstmal. Was soll's. Oh Junge, das ist doch nicht wahr mit euren verkackten, verdreckten weißen Flecken. Hahaha. mit euren verkackten Quests überall. Da dachte ich, jetzt sei mit dem Seeland eventuell durch und es nur noch zum Erkunden. Nein. Rex, 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 was geht? Ah, wenn ich da zurückgepunkt bin, passiert ja gar nichts. Moment. Ich muss es mir mal kurz installieren. Dass ich den hier ändere zu. Ärgerst du auch die Leute damit? Mit dem tollen Emote. Aha, ich habe es auf der Tasse gelegt. Ich kann es immer aktivieren. Unbefleckness. Das klingt falsch irgendwo. Aus irgendeinem Grund klingt das falsch. Hm. Ah, schönes Gebäude. Nur fehlt die Brücke dafür. Oh, der ist fast tot. Ja, den kann man nicht mehr helfen. So. Oh no, oh yes. Wir sind nebenbei nur noch 7 Abos von einem neuen Emote entfernt. Wir brauchen noch 7 Subs, dann kriegen wir ein neues Emote freigeschaltet. Das wird dann richtig, richtig toll werden. Je nachdem, was ihr haben wollt. Ich lasse euch dann die Wahl, was ihr haben wollt. Ich habe da nämlich eine ganz große, tolle Liste an Emotes, die ich auch im Discord habe. Die man durchaus toll verwenden könnte. Ja. Eine schöne Liste. Mit schönen Sachen. Oh, was ist denn das? Die Insel habe ich aber bisher gar nicht gesehen. Hm.
Oh Mann, warum sind hier so viele Quests auf einmal? Hallo Tafel. Knastbruder. Hey, Bruder. Bewährte Reisende, es tut mir furchtbar leid, dass du dich damit verfallen, aber kannst du meinen Bruder suchen? Er hat das an einer Mutprobe erzählt, auf dem. Was? Sich aus einer Maro gesetzt und ist alleine in eine höchstgelegene Ruine aufgebrochen. Man erzählt sich, dass es dort spukt und deshalb mache ich mir große Sorgen. Du bist ein Reiter und dass wie eine Maro fliegen kann? Falls ja, dann flieg bitte zur Kerkerplatte und finde meinen Bruder. Ich kann keiner Maro reiten und selbst wenn ich es könnte, würde ich mir nicht trauen, diesen gruseligen Ort aufzusuchen. Ha! Okay. Alles klar, Bruder. Das mach mal. Ich hoffe, die sind nicht allzu weit weg, die ganzen Quests. Also hier im Umkreis hiervon. Hallo, Churakai. Ein aufgegebener Traum. Hi. Hey, du siehst richtig stark aus. Kannst du meinem Bruder vielleicht einmal für mich die Meinung geigen? Wenn ich mit ihm schimpfe, stoße ich auf taube Ohren. Du bist dann außerhalb, hilf mir. Es ist... er erledigt überhaupt nicht seine Arbeit. Er sollte sich um den Chocobo kümmern, aber er ist nicht gekommen. Vielleicht sieht er ja ein, dass ihm sein Verhalten nicht in Ordnung ist, wenn jemand dummer richtig laut mit ihm schimpft. Der Lethargiker, der... Was? Der Lethargiker, der auf Brand... Brandungsfels. Was? Lethargiker auf Brandungsfels. Was soll das denn heißen? Das ist mein Bruder. Bitte tun den Gefallen, steigen wir aufs Dach, ja? Ey, was ist... Was hat den komischen Namen, ey? Soll es eine Dingens darstellen? Ich glaube, es soll eine weibliche Hrovka darstellen. Ulkig. Ich würde sie zumindest ansehen. Hallo, der kleine Mann und die Harpune. Hallo. Entschuldige, dass ich mit rausplatze, aber kannst du gut schwimmen? Falls ja, möchte ich dir etwas bitten. Könntest du bitte vom Brandungsfels aus ein Stück Richtung Süden schwimmen und den langhaarigen Jungen zurückholen, der dort das Fischen übt? Was? Kann ich ja verfliegen? Die Fischlieferung für die Abtei Fischerei und Manufaktur ist langsam fällig. Mein Sohn meinte, dass ich sie diesmal kümmern und die Fische dort liefern wollte. Aber er kommt einfach nicht vom Fischen zurück. Alles klar. Ja, merkwürdige Quests hier. Ah. Dörfisch zum Donk? Oh, was mit deinem Gesicht denn falsch? Oh. Wie lange soll ich noch warten? Ich stelle gerade die Lieferung für den Wachmann zusammen, aber die Dörrfische von anderen Fischern kommen einfach nicht zurück. Ich kann nicht liefern, wenn ich die bestellte Menge nicht beisammen habe. Kannst du mir einen Gefallen tun, drei Fischer aussuchen. Du brauchst ihnen einfach nur die Bestellscheine vom Wachmann zu geben. Okay. Machbar. Ich kann gerade nicht weg, du bist mir eine große Hilfe, ich verlasse mich auf dich. Alles klar. Oh, das sieht aber nicht gesund aus bei ihr. Nee, nee. Ich meine, ich mag Aura an sich, aber uff. Das sieht schon ein bisschen übel aus. Oh mein Gott, das ist Dart. Ich meine, Dad. Hi, Daddy. Gefährliche Forschungsmission. Es wird ein Anblick. Reise fänden sich nicht oft hierher. Aber wo du schon mal hier bist, gestatt mir die Frage. Hast du unterwegs zufällig eine kleine Frau gesehen? Nee. Verstehe. Sich eine Forschung aus Kristarium, die hierher gekommen ist, um die hiesige Lebensweise zu untersuchen. Ich mache mir langsam Sorgen, wenn sie dann nicht zurückkommt, ne? Leider lassen mich in dieser Gegend auch ab und zu die Räuber blicken. Ich hoffe nur, dass diesem üblen Sinne nicht über den Weg gelaufen ist. Reisende. Falls du unterwegs eine kleine Frau antreffen solltest, dann richte dir bitte aus, dass sie Feierabend machen und zurückkommen soll. Ich glaube, er vertut... Ich bin kein weiblicher Ladderfell. Sack. Hallo. Ich habe hier einen Bestellschein. Ich meine, ja doch. Ich bin gerade mit den Vorbereitungen fertig geworden. Allerdings gibt es ein kleines Problem, das mich persönlich kümmern muss. Okay. Schaffst du schon. Entschuldige Umstände, aber könntest du meinem Dörfisch zur Kasven bringen? Ja, klar. Easy, machbar. Kasrin, Kaslauer. Da lauern sie die Gefahren der Welt. So, glibberige Geschäfte. Hallo Reisender, was war der Ort besucht, oder? Hast du schon mal einen Mord getroffen? Ja. Hervorragend, da möchte ich gerne um etwas bitten. Könntest du bei dem fahrenden Mordhändler
der gerade in Felsbrücken ist, eine Flasche mit Fischöl gegen andere Waren eintauschen. Eigentlich handle ich immer mit ihm, aber mir ist etwas Dringendes dazwischen gekommen. Ich habe schon etliche Fische hier im Dorf gefragt, ob sie mich vertreten würden, aber alle haben abgelehnt. Blöd. Die Bewohner von abgelegenen Fischdörfern wie diesem hier haben selten Gelegenheit, Vertreter anderer Dörfer zu treffen. Deshalb fürchten sie sich selbst, die hartgesottensten Kerle hier vor den Wesen wie die Mord. Was? Weil die sind gruselig aus, aber Angst vor denen? Und deshalb bin ich halt froh, einen Reisender zu treffen. Einen Reisender zu treffen. Uff. Danke für deine Hilfe. Eine angemessene Belohnung werde ich bis deiner Rückkehr vorbereiten. Wer auch hier diese Quest geschrieben hat in diesem Dorf, ja. Ich nenne es mal Dorf. Der hat irgendwas falsch gemacht. Leicht falsch. Der eine betitelt mich als Frau, der andere kriegt die Grammatik nicht richtig hin. Uff. Ah, hallo Letatika. Und hallo Mücke. Gotcha. Hör ich das Mistvieh an, ne? Ich zeig eine Leiche im Stream. Oh mein Gott, gebannt. Moment. Geht's hin? Ah, er ist auf jeden Fall tot. Gebirg ist gewinnt. Victory. Fatality. Ist was? Shurakais Bruder sieht tatsächlich nicht aus, als würde er sich gerade abrackern. Du sollst mir richtig laut schimpfen. Zornig. Oh. Was hast du so plötzlich? Ja. Meine Schwester hat dich geschickt, sag mal. Du siehst verdammt stark aus. Was bist du dafür überhaupt, ne? Das kriegst du alle Sachen? So eine Karriere stand für mich nicht auf den Sternen. Ein Sohn eines Fischers sollte gar nicht erst davon träumen, Held zu werden. Ach, vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Ich geh jetzt mal schön. Tschüss, ja, tschüss. Hau ab. Drecksack. Ja. Ein Geschenk. Die Jäger des vergessenen Schatzes. Geil. Und ich sag euch, dass es in Ordnung ist. Lass uns losziehen und diesen Schatz finden. Das dürfen wir aber nicht. Wenn wir uns erwischt, kriegen wir furchtbar Ärger. Wer bist du denn? Hi. Bist du ein Reisender? Was willst du von uns? Willst du etwa bei der Schatzsuche helfen? Oh ja, Schatzsuche. Die Erwachsenen hier im Dorf dürfen aber nichts davon wissen, ja? Letztens haben wir beim Spielen eine Flasche gefunden, in der eine Karte gesteckt hat und darauf eine Stelle markiert. Dort liegt garantiert ein Schatz. Sag mal, ihr Reisenden seid ja alle hilfsbereit, oder? Könntest du nicht für uns diesen Schatz suchen gehen? Clay? Klar. Wenn die Erwachsenen uns dabei erwischen würden, könnten wir uns den Schatz abschreiben. Doof. Die würden uns nicht die Karten wegnehmen, sondern auch den Löffel langziehen. Das wäre jetzt Vera, scheiße, Löffel langziehen, uff. Ja, das muss alles unter uns bleiben. Der Schatz wird fair durch 4 geteilt. Okay. Der Schatz befindet sich in der Nähe von Amareng. Hier ist die Schatzkarte, viel Erfolg. Aha, alles klar. Find meine Schatzkarte, bitteschön. Lol. Läuft bei dir. Hallo, langhaariger Junge. Hey, du kannst aber schnell schwimmen. Kannst genauso gut tauchen. Ja. Weißt du, ich habe die Harpune, die mein Vater gebaut hat, nicht schnell genug aus dem Wasser geholt. Sie ist so tief gesunken, dass ich nicht mehr hochholen kann. Ich hätte längst zu meinem Vater zurückkehren sollen, aber ohne die Harpune traue ich mich nicht. Kannst du mir helfen? Kannst du es wenigstens versuchen? Bitte. Was ist mit deinen Armen falsch? Guck mal seine Arme an. Sein Körper in Normalfarben. Seine Arme sind so und Beine sind so violett. Die Harpune muss unter uns sein. Du brauchst nur gerade unten zu tauchen. Okay. Dem seine Arme und Beine sind echt ein bisschen merkwürdig farbend. Hui. Eine kleine Harpune.
Ich werde bestimmt auch nicht von einem Riesenfisch angegriffen, oder? Nein. Unter Wasser in Final Fantasy ist langweilig. Langweilig. Hast du gefunden? Ja, bitteschön. Eine kleine Harpune. Juhu, mein Harpuni. Danke, dass du genauso toll wie die Geister des Sees bist. Was? Du bist genauso toll wie die Geister des Sees, von denen mein Opa erzählt hat. Er sagt, dass es in den Quellsee uralte Naturgeister gibt. Es sind mächtige Geister, die irgendwann erwachen und uns helfen werden. Ich muss schnell zurück. Mein Vater heißt Ortville. Sag ihm doch mal Hallo. Hallo. Ui. Planschender Chocobo. Mach Plansch, Plansch, Plansch. Ganz viel Dreck und Wasser ins Gesicht. So. Genug die CPU ausgelastet. So. Also es scheint relativ schnell zu gehen mit den Quests hier. Das ist also ganz okay. Es wäre schlimmer, wenn es ja wirklich wäre. Hey, alle Sachen, die da sind... sind halt irgendwo mega langgezogen hier und da. Du musst halt ne, zigtausend Jahre wieder questen, bevor du überhaupt was machen kannst. Und das wäre doof und das wäre nicht gut. Also, wie in anderen Zonen, wo man 2 Stunden teilweise questen muss. Holzkitze, die im Boden vergraben war. Das wäre easy. Es sei denn natürlich, sie haben es wieder ein bisschen übertrieben und hier ist alles noch nicht durch. Und dann gibt es da vorne noch 10.000 Quests. Ugh. Aber als ob. Hallo Mordhändler. Ronrons Geschäft, gutes Geschäft. Ronron freut sich, wenn du Erstkauf machst. Nur heute leider nicht alle Töpfe dabei. Ich habe ein Fischöl. Das ist Flasche mit Fischöl. Alle lieben Tran. Ronron kann teuer verkaufen. Die Flasche, ich kenne Fische vom Buckel, die schickt. Fische vom Buckel. Dann das hier nehmen, wir machen Tausch. Okay. Viele, viele fette, muntere Regenwürmer. Aber nicht verlieren, auf Rückweg viel gut aufpassen. Ew. Regenwürmer. Warum tut ihr sowas? Warum tut ihr sowas nur? Das wäre das. Aber wir haben noch andere Quests. Machen wir alle weg, die wir nicht brauchen. Und dann einmal nach da und dann einmal rumreisen. Das sieht gut aus. 20 Millionen sind es noch. Bis Level 80. Möglicherweise. Es wird heute knapp werden. In den letzten 3 Stunden vor Mitternacht. Heute könnte es knapp werden. Morgen könnte es auf jeden Fall klappen. Ja, was denn? Hi. Ah, du bist ein Gast aus Kristallsachen. Entschuldige, ich habe mich nur ein bisschen erschrocken. Ja, ziemlich. Was kann ich für dich tun? Du bist ganz schön bleich. Das hat Dadford gesagt. Aber ich kann doch nicht zurückkehren. Weißt du, ich habe ein paar wichtige Gegenstände verloren. Als ich die Lebensumstände am See untersuchte, wurde ich von Räubern bedroht. Ich nahm die Beine in die Hand und lief davon. Aber während meiner Flucht verlor ich meinen Stab, meinen Notizblock und einen kleinen Beutel. Ah. Sag mal, würdest du mir vielleicht beim Suchen helfen? Ich schaue mich hier noch etwas um. Falls du meine Sachen findest, sag mir bitte Bescheid, ja? Okay. Kann man mal machen. Sachen finden. Auf dem Weg liegen. Klar. Immer gerne. Du bist ein großer, cooler Bär. Oh. Ja, nicht mehr so cool. Was los, Melgirex? Rexu. Eule mit Proben. Meins. Los, einmal die neuen. Was? 79er Indie zu laufen. Brauchst du die? Oder meinst du einfach nur so?
Ne, so, damit ich 80 werde. Ah, abwarten. Also, ich werde so oder so ein bisschen grinden müssen, denke ich, aber ich will zumindest mal schauen, wie viel es ist ohne grinden. Rein aus Interesse halber. Ja, ich habe so viele Möglichkeiten, Erfahrungspunkte zu bekommen. Ich habe jetzt keine große Notwendigkeit, das jetzt sofort zu machen. Hallo, Tafes Bruder. Huch, wer bist du? Ich bin Geist. Buh. mein Bruder hat dich also geschickt. Er hat sich schon immer schnell und ohne dich Sorgen gemacht. Ich bin nur hier, um einen Initiationsritus abzuschließen. So wie es Brauch in unserem Dorf ist. Dazu muss man mit einem Amaro auf dieses Plateau fliegen und drei Relikte aus Ruinen holen. Hey, schon mal, wenn du schon mal hier bist, kannst du doch mitsuchen. Du kannst später mit deinen Freunden prahlen. Spitzenidee. Natürlich ist eine spitzenmäßige Idee. Hast du auch gepasst? Drei Relikte müssen es sein. Nicht vier, nicht zwei, sondern drei. Also teilen zwei auf. Wer schnell drei Relikte findet, gewinnt. Ich werde wahrscheinlich, wenn es dann auf 80 loskommt, ja, werde ich wahrscheinlich immer noch auf 79 sein. Einfach weil Spiel schlecht optimiert ist für Leveln. Es ist so schlecht optimiert. Man kann alles mitnehmen. Sämtliche Quests kann man mitnehmen. Zu dem richtigen Zeitpunkt mitnehmen. Und trotzdem ist man unterlevelt. Es ist... übel. Man kann sogar mehr Mobs umhauen, als man muss und ist trotzdem unterlevelt. Ein kleiner Schlüssel. Du hast keine Dungeons. Deswegen, wenn man levelt, ganz ehrlich, wenn man zum ersten Mal irgendwo ein Dingens macht und levelt dadurch, durch ein Gebiet, dann sollte nicht die Anforderung sein, dass man sich durch Dungeons grinden muss. Sondern man questet alle Quests. Man macht die Hauptstory und macht die ganzen Nebenquests. Das müsste eigentlich an sich reichen, um das Max-Level zu erreichen. Aber, naja, scheinbar hier nicht. Scheinbar hier nicht. Das ist halt das Dämliche. Dungeons und Roulette sind die beste Level-Methode. Ja, aber wenn man eh die Hauptstory macht und dadurch questet und man sämtliche Quests mitnimmt, sämtliche, 100%, alle Quests, dann sollte man doch in der Lage sein dürfen, genau zu den richtigen Zeitpunkten, das Level abzuhaben, damit man auch die nächste Quest machen kann. Das ist halt irgendwo total dämlich. Die Nebenquests waren eigentlich für zweite und weitere Klassen gedacht. Das sagt ihr Spieler so. Aber für Leute, die RPGs kennen und MMOs kennen, die sagen, ah, die sind dafür gedacht, dass man levelt, normal levelt, ohne Grind durch Dungeons, sonst was. Dafür sind die da. Ich habe meine drei Relikte zusammen. Wie schaut es bei dir aus? Weil sonst kommt man zu diesem blödsinnigen Punkt, wo man einfach ständig Dungeons grinden muss, was nicht Sinn der Sache ist von der Story. Von einem Story-RPG. Du warst ungefähr genauso schnell wie ich. Also unentschieden, ein kleiner Wettkampf. Unentschieden. Also zeig mal, was du gefunden hast. Mit der Eisenkette wurde wohl Gefangene angekettet. In den Stein ist allerhand eingeritzt. Wahrscheinlich saß jemand in Einzelhaft und hatte übelst Langeweile. Und dieser Schlüssel hat wohl mal an das Schloss einer Zelltür gepasst. Diese Ruine soll vor der Lichtflut ein Gefängnis gewesen sein. Viel ist ja nun nicht mehr davon übrig. Naja, wir haben unsere Mission erfüllt, also lass uns zurückkehren. Hey, mein Bruder hat dich auch darum gebeten, mich zu finden, oder? Und das hast du auch. Er geht schon mal vorbei und man sieht sich. Okay. Man kriegt durch die aktuelle Agenda auch Erfahrungspunkte. Ja, das mag sein, aber die ist ja eigentlich auch nicht dafür gedacht, dass man die zum Leveln benötigt. Ähnlich wie das Bestiarium. Wobei, da könnte man dazu sagen, es ist benötigt da. Weil es wird vorausgesetzt, dass man das hat. Das will ich zumindest nachvollziehen können. Ah, der ist noch Stab. Protokollheft. Ein Wanderstock. Ah. Oh, nur einmal angegriffen worden. Krass. Boss Fate. Ein Colusia. Ah.
Will ich das mal anschauen? Wo ist denn das? Da. Ich will es eigentlich gerne mal anschauen. Hallo. Ich habe alle drei Sachen gefunden. Es gibt ein Mount. Das sind meine Sachen. Was für ein Glück. Du ahnst ja gar nicht, wie weit ich gelaufen bin, um die Proben mit dem Beutelchen zu sammeln und die Notizen auszuschreiben. Herzlichen Dank. Ich muss aber schnell zurück ins zu Dartford und wissen lassen, dass es mir gut geht. Lass uns auf Buckel unser Gespräch fortsetzen. Okay. Ich kann von unten nicht hochfliegen, ne? Hm. Shadowbringer Story Endboss hat der Herkules getauft, ist so ulkig. Das ist ja ulkig. Oh, das Gebiet hat wieder so eine normale Musik. Oh Gott sei Dank, es ist nicht wieder arschlaut. Wenn du Boss siehst, verstehst du warum. Okay. Aber das Synonym Herkules ist irgendwo merkwürdig. Ach, guck mal, hier ist wieder Hurricane. Falsche Instanz. Oh, verdammte Scheiße. Echt jetzt? Ah, zweite Instanz. Ich bin in 3. Oh. Es sind 205 Leute drin in der Instanz. Heilige Scheiße. Das ist eine Menge. Ich kann mal hier in eine Zone quatschen. Oh, Jesus. Der Gigant. Ich will nicht die Akku haben. Der macht wohl alles hier kaputt, wa? Jesus. Dicke Bombe. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass ich sowas. Nein. Wir wollten nicht mal wegen Devil rum. Wow. Standbild. Standbild. Wow. Das war ein Standbild des Todes, Alter. What the fuck? Motherfucker. Motherfucker, wer hat mich da reingezogen? What the fuck war das denn für eine Scheiße? Habe ich irgendwann reingezogen in die Scheiße? Bin extra rausgerannt. So ein Hund. Hm.
Wie die mich in das Ding jetzt reingepattert haben. Wenn du XP brauchst, mach Roulette-Hammel. Maul halten. Ich brauche keine Erfahrungspunkte. Es geht nicht darum. Die sagen von wegen, mach Roulettes hier und da. Ich sag so, ich brauch's nicht. Noch nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist gerade irgendwo. Keine Arschgeigen, die in den AOE-Bereich reinziehen, wo der Boss alle killt. Hau die Axt drauf und warte einfach. Oh, Backe. Oh, Borke. Das war ein riesiger AOE-Kreis. Damn. Hm. Kann man mal machen. Viele Leute bekommen Mount. Ganz schön wenig. Der wollte ich vom AOE retten. Nein, der hat mich in AOE reingezogen. Ich bin extra rausgerammt. Ich hätte es geschafft. Locker. Ich war schon fast draußen. Der hat mich reingezogen. Das war einfach komplett der bescheuertste Move ever. Das könnte wahrscheinlich Metal Gear Rex sogar gewesen sein. Von wegen, ich zieh dich mal rein, lol. So von wegen, haha. Ich krieg dich. Von wegen Schubst. Nein, ich zieh dich. Ah. Was war das eigentlich? Zahnräder? Zahnrädchen aus dem mechanischen Inneren des Super Eisenbahns. Okay. Was ist denn das hier? Hm. Naja. Wie immer. Was machen wir mit den Dingern hier? Hm. Nein, doch. Oh. Also muss das. So, Taffe, ich habe deinen taffen Bruder gefunden. Mein Bruder ist vorhin zurückgekehrt und hat damit geprahlt, wie einfach die Mutprobe für ihn war. Vielleicht gibt es doch gar keinen Gespenster. Er hat auch erzählt, dass du mitgemacht hast. Ein Dankeschön hast du vor ihm natürlich aber nicht erhalten, oder? Nein. Ich akzeptiere dies bitte dafür, dass du meinen Bruder gesucht hast. Es gibt nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Okay. Darf ich dich hier führen in den 77er Dungeon? Mich? Nö. Nah. Gib mal deine Fische. Ich brauche deine Fische. Du kommst wegen der Dörrfische? Ich habe gerade einen Laufburschen damit losgeschickt. Wenn du vor ihm bei Kreisfüllen ankommst, richte ihr aus, dass die Fische zu unterwegs sind. Wunderbar salzig, so wie die Wachen sie mögen. Tja. Hm, salzig. Dank der Stammpauke hat mein Bruder endlich wieder angefangen zu arbeiten. Danke für die Hilfe. Habt ihr auch geredet? Das hat er gesagt, weil mein Bruder war früher als Wache in Chrysarium stationiert, aber die vordringlichen Sündenvertilger haben ihn mit Angst erfüllt. Danach ist er hierher in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Er sagte, wenn ich da schon sterben muss, dann lieber meine Heimat. Was er dort erlebte, hat ihn verändert. Hm. Als kleiner Junge hat er immer Ritter gespielt. Er wollte wie Radiskar werden und irgendwann im Kampf fallen, während er seine Kameraden rettet. Wow. Hm. Schleimkönigrune. Uch. Davon ist jetzt nichts mehr bei ihm zu spüren. Ich bin einfach froh, dass er eben zurückgekehrt ist. Aber genug geredet, du hast sicherlich viel, selbst so viel zu tun. Danke auf alles. Gut. Ich muss noch ganz kurz was machen, kleinen Moment.
Da bin ich wieder wie Inu. Das Einzige, was ich habe, ist... wo haben wir es denn? Halt. So. Ortwill. Ah, du bist. Mein Sohn habe ich schon nach Kressarium losgeschickt. Du hast die Harpune für ihn vom Grund geholt, ja? Tut mir leid, dass dir der Bengel solche Umstände bereitet hat. Trotzdem bin ich sehr stolz auf ihn. Ich bin froh, dass er das Fischerleben genauso mag wie ich. Ach ja, da ist noch ein Ding jetzt hier irgendwo. Bitteschön. Ah, stimmt, dafür stand ja auch auf Liste. Ich werde welchen aus meinem Lager holen. Kannst du Kaswin bitte sagen, dass er etwas dauert? Klar. Kaswin dauert noch. Na, das hier. Was haben Sie gesagt? Liefern Sie alle? Ja, bitteschön. Verstehe, danke, hast mir sehr geholfen. Die Dörrfische sind eine wichtige Nahrungsquelle für unsere Daten und dürfen keine Kompromisse gemacht werden. Was Menge und Qualität angeht. Menge und Qualität. Dass wir hier fischen können, haben wir schließlich Ihnen zu verdanken. Manchmal legen wir uns aus Dankbarkeit auch so sehr ins Zeug, dass Sie etwas länger auf den Fisch warten müssen. Tut mir leid, dass ich dich so durch die Gegend gehetzt habe. Hier nehmt dies als Zeichen meines Dankes an. Dankeschön. So, Forscherin aus Kristarium, ich hab dein Zeug. Banditen sind auch dead. Dead. Ja, alle dead. Tot. Vernichtet. Puh, da dürfen wir es anhören. Dartford hat mich immer mit so einer strengen Miene angeschaut. Was? Mit so einer strengen Miene ausgeschimpft. Dass ich mich immer. Dass ich mich gerne bei den Räubern vor ihm versteckt hätte. Hm. Ich frage mich, ob Grantel seinen Namen. Seinem grantligen Dorfvorsteher zu verlangen wird. Ja, wahrscheinlich. So ein Krieger habe ich schon lange nicht mehr getroffen. Ich glaube aber, dass viele Fischer hier eine raue Schale aber einen weichen Kern haben. Wenn er sich keine Sorgen um mich gemacht hätte, hätte ich mich schließlich nicht so ausgeschimpft. Ja, er mich nicht ausgeschimpft. Jedenfalls möchte ich dir für deine Hilfe danken und nun entschuldige mich bitte, ich muss meine Kenntnisse in einem Bericht zusammenfassen. Geld. Ist noch gleich. Geld oder Leben? Geld. Da beklaut ihn wieder. Hm. Jo, Handel abgeschlossen hier. Regenwürmer. Wunderbar, so viele Regenwürmer und das alles richtig fette Brummer. Die Regenwürmer, die den Mord züchten, sind die besten Angelkinder überhaupt. In ihren Marken zappeln, beißen die dicksten Fische an. Ich hab sie schon von allen Fischern hier empfohlen. Aber ihnen ist nicht wohl, bei deinen Gedanken Köder von dem Mord zu verwenden. Dabei finde ich die Kerle recht sympathisch. Jedenfalls ist gerade dunkel geworden, wo? Jedenfalls bin ich dir sehr dankbar, dass du mir geholfen hast. Jo. Gut. So muss. Schatz ist gefunden. Holzkiste. Eine Kiste und darin sind lauter Anziehsachen und auch ein paar Ringe. Die Sachen sehen wie die Gewänder aus, die Leute von der Kirche des strahlenden Lichts tragen. Ich habe ein Bild davon in dem Buch gesehen. Die Kirche? Diese Kirche? Glauben die nicht an irgendeinen Gott des Lichts? Egal, lass uns mal den Schatz aufteilen. Unser Helfer darf zuerst aufsuchen, was er schließlich hat er den Schatz gefunden. Ring. Cool. Der Verteidigung. So und nicht anders. Na, es ist kein Upgrade. Ich habe nämlich zwei davon. Oh. Auch nicht schlecht. Gut. Na, lass mich vorunter. Mit der Tastenbelegung hier im Spiel. Wo ist denn das? Tastenbelegung. Wo zum Geier ist denn das? Da. Aus irgendeinem Grund ist Waffe ziehen die gleiche Taste wie abmounten. Ist voll dämlich. So,
So, Ryoji. Dann gehen wir mal los. Dort, in der See im Westen, diese Insel aus dem Wasser ragen? Ja. Schwimmen zu ihr hin, tauche und betrachte sie unter Wasser. Dann wird sich dir offenbaren, was ich meine. Mir liegt das nasse Element nicht. Ich werde meine Kräfte und deine Geduld schonen und in einem Boot folgen. Okay. Der Hut ist ulkig. Es gibt so viele gute Sachen. Und es gibt den Rest. Das hier sieht aus wie ein Monster. Komisch. Was haben wir denn unter Wasser? Das Ding ist ein Monster. Das ist ein Auge. Hallo, Auge. Dieser zweigeteilte Felsen sieht aus wie die Lider eines geschlossenen Auges. Aha. Ist das ein Wal? Der Stein gibt deinem Druck gleich nach. Ist es wirklich Stein oder was anderes? Das ist ein Wal, oder? Das muss ein Wal sein. Das macht keinen Sinn, wenn es kein Wal wäre. Ist das unser Boot oder was? Ulkig. Hey, Fino, bist du rübergeschwommen? Erfrischend, nicht wahr? Ich habe bereits einen Weg durch das Gestrüpp gefunden, über den wir die Insel erklimmen können. Aha. Und was sagst? Hast du das Rätsel der Insel schon gelüftet? Ich habe die Lösung natürlich sofort gesehen. Ich will die Gelegenheit nehmen, die Erkenntnis selbst zu machen. Urianger wartet übrigens weiter oben auf uns. Das ganze Ding ist ein lebender Dingens und so. Organismus. Schrecklich. Ich weiß nicht, was Uriogi meint. Wie soll uns diese Insel denn auf den Grund des Meeres der schwarzen Winde bringen? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Wal. Man diesen Ort die Insel der Erkenntnis. Nur was man hier erkennen will, soll, das will mir nicht einleuchten. Du bist doch nicht die hellste Leuchte, mein Freund. Ist der See dem Silbertränen-E der Ursprungswelt nicht irgendwie total ähnlich? Nur, dass es hier viel größer ist. Es hat einen Zugang zum Meer. Wenn ihr das meint. Und das Silbertränensee? Ja, gut, ne? Der ist halt da und dann ist er irgendwo. Er hat halt laut Karte keine Verbindung zum Meer. Naja. 100 Jahre, das macht das schon aus. Was hast du entdeckt? Ich habe entdeckt, dass wir auf einer ganz normalen Insel stehen. Die Insel erinnert mich an einen ganz bestimmten Prima, ey. Das ist eine große Pflosse. Spot. Eine ebenso humorvolle wie richtige Antwort. Laut den Sagen der Pixies stehen wir auf dem Rücken eines uralten Anhängers des Feengeschlechts. Okay. Sein Name ist Bismarck. Richtig, so wie der Herr der Wolken, den die Wanu im Ursprung verehrten. Oder verehren. Ein fliegender Wal scheint mir ein geeignetes Transportmittel für die anstehende Reise zu sein. Zumal er tauchen kann und in der Lage ist, mit seinem Atem eine schützende Luftwelle zu erschaffen. Ich kann nicht vorlesen, Heilige. In so einer Luftblase wären wir vor den Fluten geschützt und können uns frei bewegen. Oh Mann. Ähnlich wie die Kuppeln auf dem Grund der Rubinsee.
Ich werde nun Bismarck in der Sprache der Feen anrufen. Wenn ihr euch bitte still verhalten könntet. Ah. Was? Okay. Bin gespannt. Ziemlich ruhig. Wir Sach, Bilan Bismel. Lo, Vibida, Savin, Mirane. Steff ist gut da unten. Ama, Tagnai. Kleiner Nachbar? Fallen Silor Vislon, Adatsi Al Ina. Van Ersaslir, Olfutim, Igrid Yatsi. Ich verstehe die Sprache der Feenwesen nicht, aber es klingt nicht so, als wäre er einverstanden. Hm. Bisschen krummelig. So, hilf uns doch, mein süßes Zweigchen. Mein süßes Zweiglein. Feo-Ul. Dass mein Snejak also endlich gelernt, wie man um Hilfe ruft. Ich hatte es mir ja schon gedacht, dass du weitermachst. Muss, ne? Du bist ja so putzig. Ich kann einfach nicht anders, als dir zu helfen. Ich bin ja so putzig. Gys bis Melvin pickt. Van Dromi Drom Jakum. Van Liet Rit Lie. Ach, ohne Sache, Windwist. Isnarin, so Yellow. Woher weiß er? Okay. Vergiss nicht, ihm später die Zähne mit Asche zu bürsten. Es gehört sich so. Selbstverständlich, Eure Hoheit. Ich danke dem König der Feen für sein beherztes Eingreifen. Alles ist gesagt. Alles ist bereit. Haltet euch gut fest, damit ihr nicht runterfallt. Okay. Das Glück der Feen soll euch begleiten. Auf bald, Inbar. Lo, Falorvis, Vanen, Narsita, Din, Rensitagnai. Okay. Ich muss sagen, das hätte ich nicht erwartet, dass... Naja... das passiert. Ist schon etwas sehr speziell. Kriegt er ein Vollbild von dir von der Seite oder so? Fliegender Spacewal. Wolkig. Jetzt ist alles wieder beim Alten. Natürlich.
Abgesehen... Was denkst du denn? Dass du auf einmal keine Kisten mehr zu schleppen brauchst? Abgesehen von fliegenden Walen. Die gibt's hier. Wenn du mich fragst, bin ich schon froh, wenn die fetten Säcke aus Julmoor uns eine Weile in Ruhe lassen. Hey, hast du etwas schon vergessen, wie es war, als der Aufzug sich bewegte? Oder als der große Talos sich erhob? Sowas erlebt man nicht alle Tage. Siehst du das? Was denn? Fliegender Wal! Uff. Das muss eine Gewalt sein, Heilige. Was war das? Da ist doch was ins Meer getaucht. Irgendwas, aber was denn eigentlich? Ups. Welle. Tsunami. Was ist denn das? Das sieht nicht gut aus. Nicht sie weg hier! Lauft, kleine Mädchen, lauft! Ups, jetzt sind sie alle weggespült.